Komisch, dass noch keiner da ist, oder? Oder meinst du, die sehen uns nicht hier hinten in der Ecke? Hätten uns ja auch mal einen von den Tischen auf der Terrasse geben können, so oft wie wir hier sind. Das ist aber immer der kleine Fette, der uns hier hinten hinsetzt. Und auch der, der über ist. Oh, hier hat mir reserviert. Ich habe hier gar nicht stehen. Hast du gesehen, wie der Dicke wieder geschwitzt hat? Oh, ekelhaft, oder? Wischnewski aus der Personalabteilung stinkt auch immer so nach Schweiß. Schicke ich immer einen Jochen hin, wenn ich da was abholen muss. Was, du meinst den Jochens Almigkeit mit der Knödelstimme? Ja, genau, Jochens Almigkeit mit der Knödelstimme, der so ein kleines bisschen schießt. Ich habe ja gehört, der ist impotent. Echt? Sagt wer? Iris Linden aus dem Vertrieb. Das Flittchen, die muss es ja wissen, die hat ja mittlerweile die komplette dritte Etage durch. Die Männer mögen das halt, wenn man nach 3 Prosecco die Beine breit macht. Ja, eigentlich schon. Wischnewski ja auch. Und was ist denn hier mit unserem Össi, mit dem Thorsten Klug? Der ist doch immer da, wenn es was umsonst gibt. Oh, oh, und Malte, wegen, was ist mit dem? Glaubst du, seine hässliche Alter hat ihn nicht rausgelassen oder er hat kein Hemd gefunden, was hässlich genug ist? Der Hammer, oder? Wo kriegt man solche hässlichen Hemden her? Schau mal, da hinten ist doch der dicke Wischnewski, oder? Wo? Naja, auf der Terrasse an dem schönen Tisch. Und Malte Wegener auch. Da ist auch Joch und Iris Linden. Das ist die ganze Firma. Ob sie uns nicht gesehen haben? Keine Ahnung. Komm, wir gehen raus. Ja. Meinst du, wir sollen dem Kellner noch Bescheid geben? Ach, das kriegt das dicke Schwein schon mit. Das ist recht.